Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Stories, The Path of Destinies. Ja, wir sind zurück und müssen der kleinen Prinzessin hier mal beweisen, dass ihr Vater ein absolutes Arschloch ist und sie opfern will und rituelle Zwecke und Blutrituale und was weiß ich alles für Morde hier veranstaltet, gegen sein eigenes Volk natürlich. Auch wenn das eigene Volk vielleicht kein wirklicher Frosch ist oder eine Kröte, ist ja ein Unterschied. Und wir sollen jetzt ein Zombie finden, der uns, sagt, was da jetzt abgegangen ist. Und der Prinzessinnen-Tochter der kleinen Prinzessin hier erzählt, dass ihr Vater halt scheiße ist. Das sollen wir jetzt machen und deswegen laufen wir jetzt los. Mit dem, Was hat der denn für ein Riesenhaus? Dass er das will? Nee, dann laufen wir hier auch noch mit hier Skyripper-Gehäuse rum, weil ich ja die Vermutung habe, wenn wir da den Iblisstein reinpacken, dass das alles gut wird. So, Leben haben wir, Energie haben wir nicht ganz vollständig. So ging das. So, also auch glaube ich. Ah, ich kann mich an was erinnern, dass ich mal durch die Welt gefallen bin oder in der Welt festhing, als ich diese Dinger kaputt gemacht habe. Super, das motiviert. So, wir müssen natürlich erstmal schauen. Und zwar schaue ich erstmal da hinten hin. Alle Schwerter hatten wir noch nicht zusammen, ne? Wir müssen immer noch Erze und so sammeln. Damit wir auch alle Aha. So, was kriegen wir hier? Wieder ein paar Erze. So. Sehr schön. Kann man? Warte. Wir haben noch ein Eisschwert. Warum benutzen wir das denn nicht? Ich dachte gerade, es wäre ein normaler Joke gewesen. Ich habe den Joke nur nicht verstanden mit dem Eisbrecher. Weil ich halt nicht gerallt. Deswegen dachte ich mir, boah, schweige ich mal lieber weg, damit niemand denkt, dass ich doof bin. Jetzt habe ich es trotzdem gesagt, weil ich doof bin. So, wir gleiten davon. Wir gleiten ziemlich weit davon. Okay, was machen wir hier? Warum sind wir hier? Was ist hier? Ja, nichts oder was? Ist ja gewaltig. Hallo? Ist hier was? Hallo? Ah, hier lang. So, Steuerung beherrscht er zum Glück noch einigermaßen. Na gut, ist nicht so viel. Also es ist recht leicht gestaltet, muss ich sagen. Alter, wie hoch geht denn das hier noch? Was wollen wir denn da oben? Ach, kämpfen. So, kriege ich das denn überhaupt noch hin? So, erstmal sein blödes Schwert, dann den hier. Den hauen wir mal runter. Den hauen wir mal dagegen. Und zack. So. So, jetzt aber zack. Ey, sollst du runter? Ciao. Ach, dann nicht, denn stirb doch so. Sehr schön, goldene Truhe. Hoffentlich kriegen wir wieder einen Schatzjäger. Haben wir noch nicht. Cool. The wrong. Well, it still looked pretty, didn't it? Ja, das ist das Wichtigste, dass die Edelsteine hübsch aussehen. Was die bringen, ist ja scheißegal. So, gibt es einen leichten Weg zurück? Hier vielleicht lang? Ja. Oh, noch besser. In der Schule lernen wir die Prinzipien der immerwährenden Kaisers, des letzten Gottes, der den Himmel durchbrach. Er würde die böse verlorenen Götter verbannen und uns das Geschenk der Zeit geben. Aber könnte ein Mann, wie göttlich er auch sein möge, etwas so Komplexes wie Zeit kreieren? Ich weiß nicht, wie ich runterscroll. Achso. Ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, dass die Zeit eher ein Symptom als ein Geschenk ist. Ich bin der Überzeugung, dass auf kosmischer Ebene eine Pendelbewegung zwischen Ordnung und Chaos besteht. Der immerwährende Kaiser setzt dem Chaos ein Ende und begann so das Zeitalter, in dem wir leben. Ein Zeitalter von Ursache und Wirkung, von Fakten und Logik. Zeit ist nichts weiter als der Hintergrund, auf dem diese Gesetze sich manifestieren, die Grundlage des Begleiters der Ordnung, Entropie. Aber im Zeitalter des Chaos, wenn die verlorenen Götter regieren, ist Wahrnehmung gewichtiger als Fakten.
Emotionen gestalten Welten und die Zeit existiert nicht mehr. Das Zeitalter der Ordnung geht dem Ende zu. Ich treibe das Ich treibe das Unausweichliche lediglich voran. Die Entropie wird zerstört, das Schicksal wurde gebrochen. Das Ende der Zeit naht und ich werde es mit offenen Armen empfangen. Imperator Insegrim der Dritte, geheimes Tagebuch. Aha, tolle Theorie, klingt aber eigentlich voll schlüssig, weiß ich nicht. Klingt irgendwie mega logisch, aber es ist nicht schön, dass er das mit offenen Armen empfängt, damit er hier der König der, weiß ich nicht, wird. So, dann wollen wir da mal rüber. Den Teleporter nutzen, dann kommen wir, glaube ich, wieder ganz zurück. Ja. Dann gehen wir da mal jetzt mal die Treppe hoch. Zack, zack. Wieder ab in die Höhe. Die Welt ist auf jeden Fall ziemlich auseinandergebröckelt hier. Wie man sieht, die Welt bröckelt auseinander. Das liegt nicht daran, dass Renato hier... Ich will ihn immer Ronaldo nennen. Warum will ich ihn immer Ronaldo nennen? Das liegt nicht daran, dass Ronaldo hier die... Oh, Schwert. Ja, zugenommen hat, sondern das ist die Welt. Die Welt wird kleiner um ihn, deswegen wird er immer fetter. Mist. Ich wollte eigentlich... Weg, 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 nein. So, noch leben wir. Alter, was ist denn jetzt hier los? Hilfe, wir sind so schnell. Hilfe, ich bin übermotiviert. Alter, wir sind total schnell, Alter. Wir gehen hier total ab. Yeah, Alter, voll abgegangen. Boah, so kurz. 85 EXP für Level Up. Alter, diese Combo-Kram, ne, den muss man echt beibehalten, muss ich sagen. Das ist echt cool. Don't you think I'd know if my father wanted to invoke the Lost Gods? Would he tell you? No. Would you help him? No. I'd burn his books. Why'd he adopt a stray cat? You don't ask a thing like that. No. Not when there's no good answer. She said, her whiskers twitching. Ja, sie weiß ja noch nichts von ihrem Glück, geopfert zu werden. Deswegen müssen wir ihr das jetzt beweisen. Und deswegen nehmen wir sie ja mit. Und danach holen wir dann den Iblis-Stein, packen ihn hier rein und dann wird alles gut. Oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir diesmal echt auf dem richtigen Weg sind. Also, ich habe das Gefühl, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg sind. Auf dem Weg zum Ende hin. Auf dem Weg hin, dass alles gut wird, dass wir Imperator werden und die Alte da, heiraten. Und dann, Kinder haben. Fuchs und Katze. Kinder. Enough secrets from Renato to crush the rebellion. It would be a fair trade if the scientists could convince Zenobia to change sides. Oh Mann. Hoffentlich sind wir diesmal wirklich richtig. In der letzter Zeit spiele ich echt viel PlayStation 4 und ziemlich viel einen Fuchs. A workbench. Did he have any jewels he hadn't tried out? Ja, hat er. Aber brauche ich nicht unbedingt Schatz. Also ich will eigentlich nur noch hier Schildbrecher haben und dann war's das, weil körperlicher Widerstand ist, finde ich, sehr wichtig. Schildbrecher, sobald ich den einmal schlage, verliert er sein Schild, finde ich eigentlich super. Nee, ich spiele in letzter Zeit sehr viele Spiele mit dem Fuchs. Also erst Ratchet & Clank, dann hier das hier. Also es ist derzeit Schmerzen. Pass mal auf, wo du hinschießt, ey. So, die Seite. Alter, das war voll doof. Ich habe gelesen gerade. Verdammt. Lesen bildet nicht immer. Lesen schmerzt. So, gib mir den Schuss. Ja, gib mir den Schuss, Alter. Den goldenen Schuss, Junge. Oh, schnell weg. So, erstmal die hier, dann die hier. Abgehalten, abgeschlätzelt. So, weg da.
Du dahin, du dahin. So. Alter, ich finde das voll geil, dass wir so gebufft sind, ey. Das hat schon echt Stil. Yeah. Geil, doch. So, wir müssen wieder ein Altar finden, um zu sehen, was wir alles so lernen können in unserem Leben. Vielleicht ein bisschen auf Tempo gehen, damit wir uns noch schneller bewegen können. Das hätte auch was eigentlich. Oder Leben erhöhen, wobei wir so oft nun nicht mehr aufs Maul bekommen. Und wir haben ja jetzt unsere Waffe, oder wir haben ja schon länger unsere Waffe, die uns heilt, auch wenn es nicht wirklich viel bringt, aber wenn es aufgeladen ist, kann man es gut verwenden. Hier unten brennt ja alles. Warum brennt hier unten alles? Alter, sieht das hier... Oh, sind die ganzen Wissenschaftler jetzt tot? Das wäre ja... Bumm! Das wäre ja nicht so... Nicht so toll. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The ravens had burned the reanimated witness to cinders. Renardo was stunned. There goes my proof. These were scientists, not rebels. Zenobia said, upset. Why would he do this? I don't know. Let's go to the fleet and ask him. Yes. I'll meet you on the mountains. There's something I have to get first. But could he afford to meet her in the mountains? He'd given the Empire the location of the secret rebel base. They would need rescuing. Trifft Zenobia in den Bergen. Renardo hat es geschafft, dass Zenobia sich endlich gegen ihren Adoptivvater, den Imperator, stellt. Aber der Rebellenstützpunkt war in großer Gefahr, denn er hatte sämtliche Geheimnisse der Rebellen verraten. Wo auch immer Zenobia sich aufhielt, er steckt zu tief drinne, um sie sich selbst zu überlassen. Vielleicht sollte er in den Bergen aufsuchen. Befreie den Rebellenstützpunkt. Was auch immer Zenobia plant, seine Priorität war die Rettung des Rebellenstützpunktes. Er würde Zenobia wiedersehen, daran hatte er keine Zweifel. Doch erst musste er zum Rebellenstützpunkt. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich wieder entscheiden, ne? Natürlich, wir müssen uns immer entscheiden. Wir müssen immer der Entscheider sein. Aber ich würde sagen, wenn wir das hier machen, habe ich das Gefühl, dass Zenobia von ihrem Vater erwischt wird und getötet wird. Und wenn wir das machen, sind die Rebellen tot. Ich bleib mal bei unserer großen Liebe Zenobia und würde mal sagen, wir gehen sie auf den Berg besuchen. Warum auch immer sie auf dem Berg ist. Was ist er mit ihr? War es nicht mehr wichtig, die Rebellen des Rebellen-Konzils von der fast certain imperialen Attacke? Warum war er in dieser Krieg anyway? War es wirklich, um den guten Kampf zu kämpfen? Oder wollte er sie nur wieder sehen? Einer dieser Tage, Renardo, dachte ich, sollte wirklich meine Motive bevor ich pounce. Ja. Ja, ich sollte mich langsam mal fragen, ne, warum ich erst entscheide und dann nachdenke. Ah, nee, weißt du, lass mal. Ja, das ist natürlich, das spiegelt mich auch ein bisschen wieder, muss ich sagen. Das ist nicht schön. Weiter? Hallo? Was it true? Was he on this adventure just to see Zenobia again? The Imperial heir was not an easy cat to see. She'd ignored all his Kwanzaa gifts. And on the other paw, trying to get a date by joining a war against your intended was, let's say, pretty optimistic. But on the back paw, thought Renardo, yes, it sounded exactly like him. Good, I'm so glad we had this little chat, he told himself. Sag ich auch immer zu mir selber. Gut, dass wir drüber geredet haben. Trifft Zenobia. Gut, die Rebellen sind jetzt uns scheinbar egal, weil wir sind nicht so gut im Beschützen, deswegen gehen wir jetzt mal gucken, ob wir ein bisschen knattern können, kuscheln können. Das war wieder so ein geiler Trick, ey. So, die Geschwindigkeit steigt. Die Geschwindigkeit steigt, die steigt und steigt. Since what? Renardo really liked the sound his sword made in the air.
So, wir sind echt gut geworden. Also, da muss ich echt sagen, seit wir diesen Buff da haben, sind wir echt stark. Ich will mir ja nicht sagen, ich will ja nicht selbst angeben, aber wir sind so der Hammer. Eigentlich müsste man jetzt die ganze Zeit dieses Schwert nutzen, was schneller, also was einen auch noch schneller macht, aber das kostet so viel Schwertenergie und wir kriegen nicht so schnell Schwertenergie her. So, die ganzen Krüge lasse ich mal in Ruhe. So. Zack. Easy. Okay, das waren jetzt zwei Viecher nur. Das ist doch keine Herausforderung für mich hier. Ein sehr cleverer Ingenieur namens Elon Muskrat hat seinen Start mit floating Plattformen gemacht. Nicht viele Leute wussten das. Nee, wusste ich auch nicht. Ist ja super. Aua, der hat uns jetzt echt wehgetan. Ich glaub's nicht. Weil ich gerade auf den Buffer hier hinten. Zack. Geh weg. Mangelhaft. There are a lot of dead ravens along the side of the road. Someone had rampaged through here on a killing spree. What had Zenobia gone to get? He had a chilling feeling it was the Iblis stone. Zenobia was level-headed. A stone could make anyone bloodthirsty. He could tell her style from the bladework on the dead birds. Oh nein. Hat Zenobia jetzt den Stein? Das wäre nicht gut. Aua. Von beiden Seiten. Sehr gut. Mangelhaft? Warum mangelhaft, Mann? Das war Pro Gaming auf einem neuen Level. Also bitte. Hat Zenobia jetzt diesen Stein? Den Stein der Weisen? Den Iblis-Stein? Das wäre sehr ungünstig. Ich wechsle mal kurz schon mal das Schwertchen. Denn ich sehe da unten ein. Wieso denn? Ach komm, das waren ein paar Treppenstufen. Am besten ist es sowieso, Treppen runter zu gehen oder zu fallen. Weil mit Fallen verbrauchst du einfach keine Energie. Du lässt dich einfach treiben, so gesehen. Und wir gehen wieder auf unser Heilungsschwert. Das wichtigste Schwert. Zack. Ist das? Aua, Mann. Was ist denn jetzt gerade los? Ey, aua. Kannst du mal aufhören? Danke. Schon wieder? Das ist ja unfassbar. Ja, mangelhaft war das jetzt wirklich. Es tut mir leid. So. Was haben wir hier drin? Ein Steinchen. Das war mehr als sparkly. Es hatte arcane power. Und ein Engraving. To Cindy. Oh, wer ist Cindy? Wir können Cindy dir ein Juwel wiederbringen. Da freut sich Cindy bestimmt. Cindy aus Marzahn oder so ist es bestimmt. Definitiv. Es gibt sonst keine anderen Cindys. Es gibt nur Cindy aus Marzahn. Pfui. Ah, das Erz ist runtergefallen. Warum? Das war deine Schuld. Erledigt. Achso, doch nicht. Bam! Welcome to Earth. Renato told the corpses. It was something he'd seen in a play once. Aha. Man sollte nicht alles nachsprechen, was man so hört. Es sind nicht immer gute Sprüche dabei. Okay, hier sind wieder ein paar tote Raben. Wir müssen auf dem Weg. Oh, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so Zenobia umbringen müssen, weil sie von diesen Steinen besessen ist. Aber wir haben ja das Gehäuse noch dabei. Vielleicht können wir sie dazu bringen. Naja, wenn der Stein möchte ja eigentlich ihren Tod. Wenn sie ihren... Dann muss sie sich ja selbst töten, oder? Aber dann hat der Stein ja keinen Träger mehr. Ich bin so verwirrt. So, hier oben in der Schneewelt möchte ich die Kristalle eigentlich nicht kaputt machen. Ich habe da echt schlechte Erfahrungen mit. Ganz schlechte. Hier rüber. Und da dürfen wir nicht rüber. Alles Klärchen. Dürfen wir da nicht rüber? Da kommen wir auch nicht rüber, oder? Hey. Nee. Warte, vielleicht wenn wir...
Von hier aus. Ah. Ja, wir sind cool, Alter. Wir sind richtig... Außerdem sagt man nicht mehr cool, man sagt jetzt Korall. Wir sind auf jeden Fall Korall genug, um durch diese Tür zu kommen. So. Dann kommen wir ja bestimmt gleich wieder zu einer goldenen Truhe, kriegen ein paar Erze und ein paar Geschenke. Geschenke! Was ist eigentlich, wenn man keine Erze mehr braucht? Was kriegen wir dann? Oh, 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 oh. Das ist immer gut. Das liebe ich hier auch. Sowas zu finden.